ihr kommt mal alle hier raus aus meinem Inventar. Deswegen waren es übrigens weniger im System. Die haben sie einfach bei mir im Rucksack versteckt. Wollten sie vor der Arbeit drücken oder so. Mehr Lasertürme. Viel mehr Lasertürme. Was sagt unser Netzwerk? Hält noch. Aber wenn wir jetzt wirklich häufige Angriffe bekommen, dann klappt das nicht. Das wird auf keinen Fall halten. So, hier Laser, hier Laser, hier Laser. Eine Stärke-Variante. Ich habe gerade wieder was Komisches gehört, das waren nur die Dinger. Eine stärkere Variante von Mauern wäre auch noch schick. Also irgendwie stahlverstärkte Mauern oder so. Das wäre auch noch ein schönes Add-on. Allgemein gibt es noch so viele an Gegenständen, das noch eingefügt werden könnte. Aber ja, später alles. Was haben wir noch? Ich glaube, ich würde jetzt ganz gerne zu unserem Hauptlager gehen. Da ganz viel Stein rausholen und Mauern herstellen. Ja, dann Solarzellen bauen. Solarzellen bauen. Und den hier wieder aufstellen. Damit die Türme auch wenigstens durchgehend schießen können. Steine. Ein Stein. Plastik, Holz, Kohle. Da sind Steine. Ah ja, sehr gut. Steine, 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 Steine. Maximale Anzahl Mauern, bitte. Gab es nicht irgendwie Shift-Rechtsklick? Nee. Einfach nur Rechtsklick für 5 Stück auf einmal. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Okay, also Lasertürme sind gleich fertig. Dann brauchen wir Chips. Das werden wir auch selber herstellen. Und dann die Mauern. Das ist ein wenig doof, weil ich würde eigentlich ganz gerne meine ganzen Maschinen weiter optimieren. Anstatt mich hier mit diesen Verteidigungssachen zu beschäftigen. Aber was muss, das muss. Gehört zum Spiel dazu. Also es gibt theoretisch ja auch einen Modus, wo man gar keine gegnerischen Angriffe hat. Aber das finde ich halt ein bisschen albern. So, da. Weg, 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 weg. So ist das schon ganz okay. Mal ab und an einen Angriff. Es eskaliert langsam, aber stetig. Man muss sich also da auch anpassen, man muss seine Forschung anpassen, aber das geht alles. Ich hätte noch gerne mehr Strom. Mauern sind auch fertig? Ein paar, ja, okay. Dann hau doch mal bitte. Wir fangen an zu schießen und instant gehen die Akkus runter. Aber nur ganz kurz. Das war ein kurzer Angriff. Okay, wir haben da auch 9 Türme oder so hingestellt. Sollte einen Unterschied machen, ja. Und die Akkus sind auch nur ganz kurz runter. Geht also alles noch. Aber, ne? Better safe than sorry. Darum, darum. So. Logistikkiste. Eigentlich müssten wir in unser komisches Muster hier noch etwas mit einführen. Und zwar bei jeder 5. oder so Anlage eine Logistikkiste. Und in dieser Logistikkiste sind Mauern, sind Lasertürme, sind Strommasten und Akkus. Zum schnell reparieren. Ah, hier oben ist ja schon alles gar nicht mehr im System. Das heißt, hier brauchen wir noch einen Roboport. Ah, so viel zu bauen. Vor allem so viel teures Zeug zu bauen. Weg. Wobei ich glaube, von hier greifen sie gar nicht mehr an. Das verstehe ich auch nicht ganz. Also sie scheinen sich darauf einzustellen mit den Türmen. Aber warum sie nicht einfach von hier oben angreifen? Hier sind gar keine Verteidigungsanlagen. Die könnten einfach durchmarschieren und unsere gesamte Ölverarbeitung zerstören. Was irre nervig wäre. Ah ja, ist halt kein Spieler, ne? Also kein Gegnerspieler. Der wird sowas auf jeden Fall machen. Das wäre auch noch schick. PvP. Mit Factorio. Dass man Fabriken aufbaut und dann quasi die Fabriken untereinander Krieg führen. Wobei das ziemlich garstig wäre. Aber auch interessant. Braucht man auch keine Nebenbasen, falls die Hauptbasis mal zerstört wird und so. Stelle ich mir schon recht cool vor. Und ja, hier kam nichts Leben dann. Alles zerfetzt, okay. Ich hätte gerne die ganzen Bäume da weg. Damit ich sehen kann, wenn hier ein Angriff ist. So.
da? Werden die alle abgedeckt? Jo. Dann können wir gleich mal gucken, wie viele von diesen Robotern wir haben. Bauroboter. Construction Bot, genau. Das ganze Holz wird eingelagert, ja. Brauchen wir das Holz für noch irgendwas? Man braucht es für die uralten Strommasten, was war es auch schon. Ich glaube, ich stelle mal bei den Kisten, die die Boiler befüttern, ein, dass sie nicht nur Kohle nehmen sollen, sondern auch Holz. Das kann nicht schaden. Beep, beep. Ja, ihr habt zu tun, ist okay. Das ist noch das alte System mit dem hier. Du hättest gerne auch Holz. Glaube ich. Holz, Holz. Mach mal 20.000 Holz. So. Kann nicht schaden. Und hier... Oh, da müssen wir es bei jedem einzelnen Boiler einstellen, ne? Ja, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber wir können bei ein paar Leuten sagen, hier, nimm 100 Holz. Hier. Nimm 100 Holz. Und dann wird das nach und nach ein bisschen zumindest verbraucht. Sonst wird auch das uns nach und nach das System vollmüllen. Das wäre doof. So, Strom hält sich sehr gut. Solarzellen haben wir einen zum Aufstellen. Ja, bauen wir noch eine zweite. Hier sollten noch Pumpjacks hin. Schon wieder Angriff. Nachts Angriff ist doof. Lasertürme 7,6. Ja. Das ist heftig. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, so viele Akkus zu bauen. Weil sonst wäre bei einem Angriff sofort die gesamten Akkus leer gewesen. Hier brauchen wir noch Stromanschluss. Da. Achso, und wo wir gerade dabei sind mit Bäumen und so. Hier bitte alles weg. Hier bitte alles weg. Da bitte alles weg. Und... hier bitte alles weg. So, habt ihr eine Weile was zu tun. Aber es wurde nichts zerstört, das ist schon mal sehr gut. Eisen hier sieht auch gut aus. Oh, Stahl. Ich hatte extra am Ende der vorletzten Folge gesagt gehabt, immer schön unten Stahl wegknabbern. Ich denke mal, die zwei Slots, die ich designiert habe in der Kiste, die gefüllt werden dürfen, sind jetzt schon randvoll. Hier, ja, alles voll. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Du nimm mit und du wirst jetzt doch mal wieder... Passive Provider Chest. Aber wir haben ja ein bisschen Stahl. Sind die ganzen Mauern fertig? Die habe ich schon verbaut, ne? Lasertürme. Oh, Lasertürme habe ich schön viele. Die können wir verteilen. Und ich laufe schon wieder nach oben. Aber hier sieht es langsam gut aus. Also was Verteidigung angeht. Das Einzige, wo man jetzt noch sich Sorgen machen muss, ist oben links die Ecke, wo gar nichts ist. Und unten wahrscheinlich. Ich habe unten noch gar nicht wirklich geguckt, was da noch alles steht und nicht steht. Bei unserer Mini-Ölanlage da. So, und hier ist schon Ende im Gelände. Ein Komplex setzt sich hier noch hin. Das war's dann aber auch. Und die Lichter müssen da alle weg. Habe ich alle falsch gesetzt. In meinem Übereifer. So. Du... dahin, Laserturm. Dahin, Licht. Dahin. Ein Abstand. Wie sich das gehört. So. Ist hier alles okay? Du. Produzierst wahrscheinlich nicht, weil es voll ist, oder? Nee, weil wir kein Öl haben. Das ist interessant. Oil Barrels. Huh. Also es kommt viel zu wenig Öl rein. Okay. Oh, warte mal, hier können wir auch mal hinsetzen. Öl ist ein Problem. Also ja, nicht für das Plastik. Das sehe ich jetzt ein. Wir haben inzwischen genug Plastik. Da hatte ich vor der ganzen Weile ja schon mal Panik geschoben. Aber Batterien zum Beispiel könnte ein Problem sein. Nö, wir haben auch genug Schwefelsäure.
Wie sieht's mit Lubricant aus? Ist auch voll. Okay, also wir haben kein Öl, aber wir haben alle daraus resultierenden Güter zu Genüge. Also die ganzen Flüssigkeiten. Oder Gas in dem Fall. Gut, was mit dir? Du bist fleißig am Arbeiten. Kriegst mal da Module. Noch ein Module. Du kannst ruhig noch mehr Kohle haben. Bitteschön, das System staut sich doch ein bisschen. Wir haben 9.700 Kohle. Deswegen geh mal gleich auf 5.000. Wirst du gar nicht reinpacken können, machst einfach voll die Kiste. Ist okay. Hier sollen eigentlich blaue Chests hergestellt werden, blaue Chips hergestellt werden. Und ich persönlich brauche gerade keine grünen Chips und ich brauche auch keine roten. Das heißt, du darfst seit langer Zeit mal wieder welche bauen. Die beiden will ich nicht unbedingt drin lassen. Wenn dann so. Du brauchst jetzt zwar wesentlich mehr Strom, aber ich glaube, bei der einen Fabrik können wir uns das leisten. Und die blauen Chips sind einfach tierisch wichtig. Die sollen auch ruhig schön schnell hergestellt werden. So, Schrotflintengeschwindigkeit wurde erforscht. Schaden oder Geschwindigkeit braucht jeweils 200. Batterie MK2, das klingt sehr gut. Bauen. Und irgendwann werden wir es auch fertig haben, überall Strom in unserer eigenen Basis zu haben. Es sind aber noch recht große Lücken hier drin, hm? Na. Wobei ich eh noch nicht weiß, was ich mit der ganzen Abteilung hier mache. Also mit dem ganzen Gebiet hier. Ich dachte eigentlich, die ganzen Flüssigkeiten brauchen viel, viel mehr Platz, aber war nicht so. Müssen wir ja später mal gucken. Zumal das hier unten alles auch noch verkleinert werden kann. Durch die Roboter. Ich glaube, das mache ich jetzt mal zwischendurch. Also während ich darauf warte, dass... warte mal ganz kurz. Du, hör mal kurz auf zu arbeiten. Also während ich jetzt darauf warte, dass mehr blaue Chips hergestellt werden, suche ich mir ein, zwei von den Dingern hier raus und mache die alle zu Kisten. Also zu Kistensystemen. Zum Beispiel hier die Zahnräder. Haha, vorsichtig beim Kisten abbauen. Das kann in die Hose gehen, denkt dran, Gero. Doppel das hier. Ja. Du wirst eine passive Kiste. Das heißt, alles, was da drin ist, müsste jetzt gleich abgeholt werden. Sehr gut. Okay. Dann hätte ich gerne das Fließband hier zerstört. So. Alles eingesackt. Weg, weg. Weg, weg. So, du bekommst Requester Chest. Provider Chest. Schnelles Ärmchen, schnelles Ärmchen. Und du hättest gerne Eisenplatten. Ja, 100 Stück. Und du willst nicht schnell arbeiten. Du willst sparsam arbeiten. So, und das reicht jetzt schon fast für unseren Bedarf. Weil wir haben dezent viele von diesen kleinen Zahnrädern im System rumliegen. Um nicht zu sagen 1400. Wir haben auch 1500 Batterien. 1300. 1300 Ärmchen. Und 2900 Fließbänder. Ich glaube, da sollte ich als nächstes hingehen. Und sicherstellen, dass nicht mehr Fließbänder hergestellt werden. Für eine ganz lange Zeit nicht. Eine Provider-Chest bitte. Da, du hättest auch gerne 100 Eisenplatten. Und damit wird das System hier schon fertig. Wir können viel, viel kompakter bauen. Das hier ist auch Overkill. Wir brauchen nur zwei von denen. Wie viel Draht haben wir zwischen dem System? Gar nichts. Was? Ernsthaft? Da stimmt doch was nicht. Wir haben 14.000 Eisenplatten im System. Und kein Draht.